und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Mein Apple und Dose Fashion. Heute bewerte ich die neue Vested Resorts Resource Kollektion. Die erscheint. Ich bewerte die mal. Die Videos nicht so aufwendig geschnitten. Auf jeden Fall ist eine coole Kollektion. Kommt wahrscheinlich wieder in diesen Kartons an. Ja, das ist gestern gelegt in seiner Story. Wie die Resorts wieder so schnell aufgekauft sein. Hab bis jetzt nie was bekommen. Einfach pünktlich sein. Normal 18 Uhr, muss nicht 20 Uhr vorher. Macht halt auch einfach keinen Sinn. Zu jedem Bestellung gibt es die Sticker, die sind noch übrig haben von den alten Kollektionen. Dazu wird einfach random sozusagen reingeschmissen. Und noch ein Feuerzeug in Babyblau mit einem weißen Wessel-Schriftzug. Richtig cool. Jetzt bewerte ich halt einfach mal die klassische Kollektion, die Crazy heißt. Als erstes ein Acryl-Cardigan. Also Wessel setzt ja auch auf Nachhaltigkeit. Ist auf jeden Fall sehr wichtig. Mit diesem V-Kram. Drei Knöpfe. Eine Seite so ein bisschen Creme. Ärmel so grau. Unten auch so grau. Eine Seite, die Ärmel so ist ein bisschen blau. Ist richtig cool. Blau, eine knallige Farbe. Im Sommer Creme auch. Also auch ein Half-Zip in Babyblau. Die typische Half-Zips. Wessel ist bekannt für ihre Half-Zips. Und natürlich auch diese Pullis. Vorne in der Mitte steht in weiß Wessel, dann noch ein typischer Reißverschluss. Richtig cool. Da ein Polo-Shirt. Polo-Shirt kann man zum Golfen, zum Tennis spielen. Bisschen auf Chickimicki. Kostet wahrscheinlich so 50 Euro. Auch in Babyblau. Mit so einem Babyblauen Kragen. Drei Knöpfe und oben auf eurer rechten Brust. Weiß Wessel. Ganz cool. Als nächstes ein Base gehaltenes Creme-Shirt. Wahrscheinlich 40 Euro wie immer. Mit weiß Wessel auf der Brust. Schlicht gehalten Creme. Macht man nicht viel mit falsch. Dieses ist eine Light White Cotton Trackpants, also Cotton nachhaltig. Auch echt weich die Pants. In so einem Blau, ohne fettes Logo, ganz basic gehalten. Oben ein bisschen so ein Bunt, den man enger machen kann, glaube ich, in Grau. Dann zwei Taschen noch, ganz schlicht. Ich sehe auch kein richtiges Logo. Nächstes ist eine Swim Shorts. Ich glaube, das ist eine enge, so eine richtige Badeshorts. Glaube ich jedenfalls. Ich weiß es aber nicht. In so einem Schwarz. Zwei Taschen. Kann auch so eine Weite sein. In Weiß. Passend für den Sommer. Hose mir vielleicht, aber macht ja keinen Sinn, wenn ich eh nicht mehr in Urlaub fliege. Ja. Das nächste ist ein Resort Spade T-Shirt. So in Babyblau. Mit so weiß Wessel in der Mitte. Dann, was ist das? Eine Person, die so schräg ist. Und seine Arme so ausspreizt in so Hautfarben. Ganz cool gehalten. Macht man echt nicht viel mit falsch. Ist echt, echt cool. Mit diesem Design, diesem Kopf, alles cool. Nächstes ist ein Poloshirt. Weiß nicht genau, was Poloshirts sind. Blaue Poloshirts, ganz schlicht gehalten. Zwei Taschen. Unter der einen Tasche steht noch ein weißes Wessel. Ganz schlicht gehalten mit dem typischen Wesselkreis. Oben sind noch zwei Punkte. Weiß auch nicht, wofür. Ganz cool. Nächstes so ein Gymbag zum Sport, kann man Strandsachen reintun, kann man eine Badehose, kann man ganz schlicht tragen zum Sport, die Stars in schwarz mit zwei Sweats, die man zusammenziehen kann. Dann steht halt auch in weiß Wessel mit diesem weißen Kreis, richtig cool, Wessels, ist halt so eine Sommerkollektion. Das nächste ist ein Seersucker-Shirt, so ein Hemd, so ein bisschen auf Holzfäller angelehnt, in diesem beige-braun, typischer Kragen. Man sieht ja kein Logo halt in der Mitte. Typisch durchgezogen, Wessel, dann noch eine Tasche, ich weiß nicht, ob der Wessel drauf steht, keine Ahnung. Das nächste ist eine Light Cordwell Short, die Kollektion erwähnt heute viele Shorts, so eine typische Shorts mit zwei Taschen, so Striche, weiß nicht, ob das so eine leinartige Shorts ist, schön dünn und unter der Tasche steht wieder ein Wessel. Ganz, ganz cool. Man kann damit auch richtig Outfits kombinieren, ein Half-Slip, lange Hose, T-Shirt, Hemd. Kurze Hose in Blau, in Creme ein bisschen Sachen, in Schwarz ein paar Sachen und dann natürlich auch noch in Braun was. Als letztes kommt auch noch ein Beachtowel, also ein Badehandtuch. Einfach steht sowas drauf, ein weißer Schrift. Weiß nicht, wie lang das ist. Ich hoffe natürlich relativ groß. Dann steht da noch in Weiß Beach und dann glaube ich Towel, aber dann ist er so zerknittert. Man so, das sieht so, als würde das drüber gemalt sein, aber das ist dann wieder diese. Weiß nicht, was ist diese Person, die so macht, ja, genauso wie auf dem Wrestling-Spa-T-Shirt. Ja, ist halt einfach eine coole Kollektion. All in all kann man sich auf jeden Fall gönnen. Beinhaltet halt 12 Pieces. Ich werde mir, denke ich, nichts holen, weil ich mir eventuell mal alle eher was hole. Aber ja, lasst ein Like und ein Abo da. Folgt mir bei Insta, Snapchat, obwohl ich es nicht habe. Und ciao, viel Spaß noch euch.